Der 26. April 1978 war wohl der bislang schwärzeste Tag in der Rheinenser Nachkriegsgeschichte. Während ein paar Jahre zuvor noch Autos auf dem Marktplatz parken konnten, die Emsstraße nebst alter Emsbrücke von PKWs befahren wurde und das neue Rathaus gerade erst eingeweiht war, ging die Innenstadtsanierung mit gewaltigen Schritten vorwärts. Diesen großzügigen Plänen musste auch die alte Nadorf-Tabakfabrik weichen. Heute würde man sie bestimmt in ihren wesentlichen Teilen erhalten und nutzen, zum Beispiel als Bleibe für den Heimatverein. Bauabschnitt um Bauabschnitt wuchs das Nadorfhaus in die Höhe und in die Breite. Letztendlich musste auch das Hotel Hartmann dieser Innenstadtsanierung weichen und wurde komplett abgerissen. Wobei die alte Frau Hartmann immer wieder betonte, bei uns im Garten liegt ein Blindgänger, den Trichter haben wir damals nur zugeschüttet. Doch weder die Luftbildauswertung noch der Kampfmittelräumdienst fanden etwas, außer ein paar alten Metallteilen. Nach dem Abbruch wurden die Bauarbeiten ungehindert fortgesetzt und die Bohrpfähle für den Neubau in den Grund gebracht. Ich war damals beim Hochbauamt der Stadt Rheine angestellt und wir waren gerade damit beschäftigt, in einem Raum der jetzigen Familienbildungsstätte die Pläne für die öffentliche Präsentation des Architektenwettbewerbes zum Neubau der Grüterschule aufzuhängen. Plötzlich gab es einen dumpfen Knall und wir spürten ein Grollen unter unseren Füßen. »Das war die Bombe«, rief Herr Krafeld, Mitarbeiter des Hochbauamtes, sofort, und wir ließen alles stehen und liegen und eilten zum Rathaus, wo sich uns dieses grausige Bild bot. Drei Tote,
16 zum Teil schwer Verletzte und einen enormen Sachschaden gab es zu beklagen. Stahlträger wurden durch die Luft geschleudert und durchschlugen sogar die oberste Geschossdecke. Der Bagger hatte bei Bohrarbeiten für eine Spundwand genau die 500-Kilo-Bombe getroffen und zur Explosion gebracht, die in der hinteren Ecke des Gartens des Hotel Hartmanns lag. 8 Meter soll der Bagger hochgeflogen und laut Augenzeugenberichten in den Fenstern des dritten Stocks des Rathauses zu sehen gewesen sein. Dank des Einsatzes der Bundeswehr und vieler Helfer konnte der Sachschaden schnell behoben werden. Doch der Schmerz in den Herzen der Angehörigen der Getöteten vergeht nie.
Man darf also schon jetzt gespannt sein, wie Detlef Muckel dieses Thema in seinem Film Unter uns die Stille umgesetzt hat. Der Trailer ist auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Und Premiere ist am 26.04.2017, genau 39 Jahre nach diesem verhängnisvollen Tag in der Stadthalle Rheine. Ich habe Karten. Du auch? Ein jahrelanger Rechtsstreit folgte und leider erinnert bis heute nicht mal eine kleine Gedenktafel am Gebäude an dieses schreckliche Ereignis.